Oh yeah, Elektroschrott. Also, ich hatte heute diese fettgeile Idee mit dem Spuldingsbums für das Litzenkeil. Und dann sind tausende von Leuten im Irk auf mich zugekommen und haben mich genervt, dass es richtig gewesen wäre, dieses Kabel mit dem gottverdammten Drehmehl aufzuspulen. Da habe ich mal eine gute Idee, ja. Und dann nur Genervt und Genöle. Also, hier ist das Kabel. Ich würde sagen, das liegt jetzt alles auf dem Boden. Jetzt schauen wir mal, was wir hier machen können. Wir haben Blu-Tack hilft immer. Blu-Tack. Wir haben diese Bohrmaschine mit einem Bleistift. Kinder der 80er werden verstehen, warum ich hier einen Bleistift benutzt habe. Bohrmaschine, Spule. Da ist ordentlich Blutheckgeschüsse drin, könnt ihr das sehen? Und jetzt? Ne? Genau deswegen habe ich den Scheiß nicht mit einer Bohrmaschine gemacht. Weil ich wusste, dass mir sowas passiert. Keinem anderen, aber mir. Vielleicht fällt es dem einen oder anderen auf, dass ich schwitze wie die Seuche. Das liegt daran, dass wir hier echt deutlich über 30 Grad haben. Es ist brutal heiß. Und in diesem Raum hier ist es noch heißer, weil mein PC gerade die frisch von mir gerippten Game of Thrones Blu-rays encoded. Mir läuft das Wasser runter. Uiuiui. So, jetzt Kinders. Es ist bis zum letzten Stück mit dem fucking Bohrer aufgedingst. Und jetzt rein hier. Zappelidu und wir sind genauso weit wie vorher, aber wir haben einen Bohrer benutzt. Der Bleistift ist glatt abgebrochen. Seid ihr jetzt zufrieden? Ich bin verschwitzt, Bleistift kaputt, Bohrer benutzt, Spule gespult. Ist alles top, oder?